Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal Radiant Photo vorstellen. Das soll jetzt kein neues Lightroom oder sowas sein, so wie ich das verstanden habe, sondern das soll halt ein Programm sein, was halt Bilder, sage ich mal, optimiert in einem gewissen Rahmen. Das ist für mich jetzt auch das erste Mal. Ich habe das eben erst installiert und wir schauen uns das jetzt einfach mal gemeinsam an und dann sehen wir weiter. Also deswegen gehen wir mal runter auf den Desktop und schauen mal. Ja, wir sind hier in Lightroom. Ich habe hier einfach mal ein Bildchen rausgesucht, wie ihr seht. Das ist eine Elster. Ist noch nichts bearbeitet, wie ihr selber seht. Ich werde jetzt hier erstmal das Linearprofil benutzen und als allererstes mal entrauschen, weil das ist mit 8000 ISO. Dann immer da erstmal ein sauberes Bild haben und danach gehen wir dann in Radiant Photo rein. So, da lassen wir standardmäßig alles so drin, wie er es vorschlägt. Und schicken das direkt wieder zurück. So, und jetzt werden wir das mal in Radiant Photo rüberschicken. Kann jetzt einen Moment dauern. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Programm ist. Ja, von daher schauen wir einfach mal. Oh, das ging ja relativ fix. So, das ging ja wirklich sehr schnell. Also ich habe mir das vorher auch natürlich mal angeschaut und in den Reviews oder auch Vorab-Informationen, die bisher da waren, waren die halt alles doch relativ langsam. Also wie ihr seht, hier auf der linken Seite haben wir diese Smart Presets. Der erkennt halt von Hause aus schon, ich glaube 15 oder so sind das, vordefinierte Smart Presets. Indem der halt die Objekte, Tiere, ihr seht hier Landschaft und all sowas erkennt. Und demnach bearbeitet der halt automatisch auf intelligente Basis das Bild. Ja, wie ihr seht hier auf der linken Seite ist halt, oder besser gesagt, wenn ich ausgedrückt halte, seht ihr das auch. Ja, so war halt der Ausgangspunkt. Ja, und wenn ich dann halt loslasse, da unten auch noch anpacken, ja. Ja, und das macht er dann daraus, ohne dass ich irgendwas drücke. Ihr habt hier natürlich noch die Möglichkeit, selber Hand anzulegen oder halt eben das machen zu lassen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, das ist für mich jetzt auch das allererste Mal. Dunkle Hauttöne haben wir natürlich nicht. Dann zieht das schon relativ hoch. Also hier oben. Genau, hier haben wir den schnellen Modus und dann den erweiterten, wo wir dann halt wirklich haarklein alles selber einstellen können. Ja, Farbtiefe haben wir hier die Farbe selber. Details, also Schärfe. Verlaufsfilter gibt es hier natürlich auch. Und Finalisierung. Der letzte Punkt ist halt wie in Lightroom, dass er da halt die normalen Punkte bearbeiten könnt. Also die Funktionsweise des Programms ist halt ein bisschen anders aufgebaut als bei Lightroom. Ja, wie ihr seht hier, Finalisierung ist halt wirklich, dass wir da als allerletztes dran gehen, was wir eigentlich bei Lightroom als allererstes machen. Ja, das ist also ein komplett anderer Ansatzpunkt als halt wie gesagt bei Lightroom. Ja, wie gesagt, möchte mir das halt einfach mal anschauen, mal gucken, was er daraus macht. Ja, also das sieht eigentlich schon relativ gut aus. Ne? Von vorher zu nachher ist das schon echt nicht schlecht, was er da macht. Speichern. Gucken, ob der mich jetzt dann direkt wieder nach Lightroom schickt. Ihr könnt dieses Programm natürlich auch ganz normal als Einzelprodukt benutzen. Der zurückgeschickt hat er.
Nicht allerdings. Ah doch, das dauert jetzt noch ein bisschen länger. Ah ja. Ja, also ihr könnt das Programm separat nutzen, also einzeln, ohne Lightroom oder halt direkt mit Lightroom. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein zweites Bild. Hier haben wir standardmäßig ein Bild. Foto, virtuelle Kopie anlegen. So, also nochmal. Lineares Profil machen wir hier und hier machen wir das genauso. So, das Original, das schicken wir jetzt nach Radiant Photo. Werden das noch mal kurz bearbeiten. Bin irgendwie sehr verwirrt heute. Merkt das schon. Ja, also vorher, nachher. Soll jetzt halt nur wirklich um das Bild gehen, nicht um das Rauschen oder sonst was. Deswegen lassen wir das jetzt mal außen vor. So, das ist das Endergebnis. Und das machen wir jetzt halt mit meinem Preset. So, das haben wir. Das ist das. Das vergleichen diesem Bild. So, jetzt haben wir es. Ja, also das ist Radiant Photo und das ist mit meinem Preset. Ja, also das Rauschen müsst ihr jetzt da mal ignorieren. Ja, Radiant Photo auf der rechten Seite und auf der linken Seite mein Preset. Ja, auch wenn ihr euch da mal die Farben anseht, ja, da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Ja, hier, das ist irgendwie ein bisschen mehr ins Gelbliche, würde ich sagen. Das von Radiant Photo. Kommt da jetzt schon wieder durcheinander. Ich sehe das schon. Naja, wie auch immer. Machen das hier nochmal weg. Also wie gesagt, das ist Radiant. Ne, das ist das Preset. Und das ist das. Oh. Ich fall hier vom Glauben ab. Ah ja, jetzt sind sie nebeneinander. Das ist irgendwie ist die Sortierung ein bisschen blöd. Also Radiant Photo und das ist mein Preset. Ja, das ist ein bisschen blasser und das ist ein bisschen mehr Sättigung drin. Ja, also das Ergebnis kann sich sagen, muss ich sagen, kann sich sehen lassen. Ja, ich bin heute nicht ganz da. Also das war heute echt Katastrophentag. Naja. Wir schauen uns einfach noch mal ein Bildchen an. Anderes Bild. Ach, das schicken wir jetzt noch mal. Obwohl, wir lassen das jetzt mal Standard, ja, und schicken das direkt dahin. Und schauen mal, was er daraus macht. Also das Programm soll, glaube ich, als Plugin 140 € kosten und als Standalone-Programm, glaube ich, 169. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. So, also vorher, nachher. Ah, ich weiß nicht. Also dadurch, dass wir halt hier so einen unruhigen Hintergrund haben, gefällt mir das Ergebnis jetzt nicht wirklich gut. Ah, da ist dann jetzt doch ein bisschen zu krass, finde ich das. Irgendwie macht er hier auf 80. Mal das hier mal raus, was er da hier überhaupt macht. Das ist die Farbe. Aber wie gesagt, ihr könnt hier natürlich alles noch händisch einstellen.
Belichtung. Nur halt im erweiterten Modus habt ihr da natürlich mehr Möglichkeiten. Gesichtsauswahl haben wir hier noch und Color Grading. Natürlich könnt ihr hier natürlich auch selber Looks erstellen und Smart Presets. Da können wir ja mal kurz mal ein bisschen reinschauen, was es hier so gibt. Naja, das sind wie gesagt auch nur Presets, also daher kann man da natürlich nicht aufzählen. Ja, wir gehen mal wieder nach oben. Wollte euch wie gesagt das Programm nur mal kurz vorstellen, weil ich habe die Tage darüber gelesen. Und dachte mir, ich schaue mir das mit euch zusammen auch mal an. Könnt euch da auch jetzt erstmal oder konntet euch erstmal einen Ersteindruck verschaffen. Ich werde das Programm jetzt mal ein bisschen weiter unter die Lupe nehmen, die Tage. Und dann, falls es dann wirklich in mein Repertoire aufgenommen werden sollte, also in den Programmen, die ich benutze, werde ich auf das Programm nochmal näher drauf eingehen. Ansonsten. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.